schön, dass Sie dabei sind. Wir sind hier in Leipzig auf dem Modellhobbyspiel 2011. Und wir sind genau gesagt vor dem Bastelzirkus von Kunst- und Kreativmärkten. Und neben mir steht Martina Lammel, eine große Ehre. Sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja. Und Enke Jansson, bekannt aus Bastelzeit TV. Und wir beide moderieren heute gemeinsam in einer Co-Moderation das erste Bastelduell. Das wird eine Premiere. Ich glaube, das wird eine richtige Materialschlacht werden. Ja, es wird wahnsinnig hergehen, denn wir haben 4 Schulklassen zu Gast und die stehen schon und scharren in den Startblöcken. Eine ganz wilde Horde. Super, bis gleich. Jetzt kommt die Aufgabe, gestaltet ein Fantasietier und zwar jeder eins. Ihr habt das Buch bereit, ihr könnt euch orientieren. Die Zeit läuft ab jetzt. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Wir sind sehr gespannt. Okay. Ja, ich habe eine ganz viele neue Erfahrungen nach Hause. Einfach mal eure Tiere in die Hand zu nehmen. Wir wollten alle oben. Und jetzt holt ihr mal unter den Tischen bitte alle die Kartons da hervor. Genau. Aufgabe Nummer 2 ist nämlich, ihr sollt Papierflieger basteln. Ja, super. Die Zeit sollen wir geben? 10 Minuten, denke ich mal. 10 Minuten. Ganz tolles Tonpapier hier von Folia, Fotokarton. Moosgummi, ihr dürft alle Materialien verwenden, die hier vorkommen. Genau. Schauen wir doch mal, was diese Alten-Tische hier wieder machen. Wir schauen wieder aus. Sehr groß. Aber wir haben auf jeden Fall Spaß. Ihr seid ganz vertieft. Jetzt mal die Startposition für alle mit ihren fertigen Flugzeugen auf die Stühle ringsherum. Alle auf die Stühle rauf. Alle auf die Stühle rauf. Und alle die Flugzeuge mal ran. Wir möchten die ganze Zeit mal an. Sieht von unten richtig toll aus. Seid ihr ready? Ich bin 3, 2, 1. Zero! Die Aufgabe lautet, wer bastelt die originellste Maske? Also denkt an Halloween, denkt an Fasching, denkt an eure Lehrerin, genau, oder an wen ihr gerne erschrecken wollt. Wir geben euch 10 Minuten, ab jetzt. Also wir sind gespannt auf all die tollen Masken, die hier entstehen. Welche ist die gruseligste? Welche ist die originellste? Genau, welche hält am besten? Mit Moosgummi oder mit einem Luftballon? Und dann gibt es später eine Aufgabe mit Maske. Ja. Gott, oh Gott. Und ein Schauspiel. Ich merke es schon. Ja, eine Festungsmöglichkeit mit Schmiel drauf. Aber echt heftig. Ja. Und die sind so schwammig. Sehr gut. Fehlt nur noch jetzt die Verzierung. Ah. Ja, die wird hoch und schwarz. Wenn das schon nach Halloween die Augen vorgezeichnet ausgibt, friemelt mit der Schere. Da! Ist der Bass da hilfreich? Ja? Kann man aktiv greifen für mich. Das ist gerade warten. Genau, da hat Martina jetzt eine richtig gute Idee für euch. Genau, damit ihr weiter basteln könnt für die nächsten Aufgaben, trotz Maske. Setzt ihr die Masken jetzt? Enke, halt mal mein Mikrofon. Oh Gott, falsch rum auf, bitte. Zum Beispiel so. Oh. Das sieht toll aus. Das ist mal ein Bart. Das ist meine Rückwärtsmaske. Super. Es ist super. Oh. Cooler Typ. Ja. Super. Super. Genau. Super kreativ gearbeitet. Ganz tolle Masken habt ihr entwickelt. Das ist Laufhebel, das ist auch getan. Mal alle die Arme nach oben. Hurra! Dann kommt ihr wieder runter zur nächsten Aufgabe. Denn jetzt sollt ihr pro Team ein Gemeinschaftswerkstück erstellen. Und zwar ein unbekanntes Flugobjekt. Und besondere Aufgabe, ihr werdet Alltagsmaterialien mitverwenden. Die zeige ich euch jetzt gleich. Aber unten müssen wir dann noch die Becher dran machen. Ja, das darfst du nicht vergessen. Macht doch bitte mal alle gleichzeitig das passende Geräusch zu eurem Foto. Einfach mal Geräusche machen. Ganz laute Geräusche machen! Ihr kennt ja bestimmt Printer-Tobi von der Firma Elfko.
Das ist ein XXL-Drucksystem, mit dem man Wände, Tapeten, Stoff, Kissen, alles Mögliche bedrucken kann. Das ist die Erwachsenen-Edition und ganz neu jetzt hier die Schüler-Edition. Und die bekommt ihr auf jeden Fall auch geschenkt. Und die Stempel, die man dazu macht, habe ich für euch vorbereitet. Und die Aufgabe ist, dass ihr alle 5 T-Shirts, wohlgemerkt T-Shirts mit Tische, damit bestempelt. Boah, das ist geil geworden. Ah, Mensch, Enke, das war ein Ding, oder? Das war ein Ding. Meine Güte, wir sind doch ganz verschmiert, verstrubbelt, alles verklebt. Ja. Aber also, die haben toll mitgearbeitet, super. Ihr habt super mitgearbeitet. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Bastenduell in Stuttgart. In Stuttgart. Wer heute nicht dabei sein konnte, in Stuttgart am 17. November. Seid ihr dabei vielleicht? Das ist zweite Runde. Sollte man nicht versäumen. Nein, genau. Auf gar keinen Fall. So, und jetzt überreiche ich dir noch einen der Preise, den die Schüler auch bekommen, nämlich das tolle Buch. Das Buch von dieser tollen Frau. Und was die Schüler auch alle jetzt nachgeschickt bekommen, ganz tolle Ausstattungen für die Kreativthemen. Ja. Und zwar von allen Sponsoren, die wir jetzt nochmal ganz kurz Nämlich der Frechverlag, das ist Firma C. Kreul, Knorr Brandell, Epo Hobby Produkte, Kars Kreativ, Marabu, Reiher Hobby, Uhu, Eberhard Faber, Städler und Hotex. Dankeschön. Die haben es ermöglicht. Ohne euch wäre es gar nicht möglich gewesen. Genau. Ganz genau. Bis zum nächsten Duell. Tschüss.